Hast du recht. Ja. So. Oh, ein paar Feuergranaten. So. Und dann gehen wir mal in das coole Stars-Büro. Und holen uns mal eine Batterie. Jetzt haben wir einen Zünder. Ne, da seht ihr, erst wenn man in ein Elektronikgerät eine Batterie reinsteckt, wird daraus ein Zünder. Siehst du? Und jetzt hat sie das auch gemerkt, dass es kein Radio ist. Ja, die Welt kann einen schon weiterhelfen, ne? Ja. Göttliche Eingebung. Göttliche Vorsehung, ja. So, können wir auch schon dieses unglaublich tolle USB-Gerät, USB-Dongle. Ja. Können wir hier jetzt schon einstecken. Das Wort, das kannte ich übrigens bis vor einem halben Jahr oder so gar nicht. Das hatte mein Kumpel Fabi. Wenn er Tracks aufgenommen hat, oder Demos halt, und dann hat er die Dinger immer von zu Hause, weil der macht das immer zu Hause dann und dann bringt das immer mit in das Studio. Und dann sagt er immer, also dann hat er seine Tasche voll mit irgendwelchen Kram, mit Bierdosen und mit Papier, hier mit Liederzetteln, also mit Textzetteln und all so einem Scheiß. Und dann hat er immer gesagt, ja warte, jetzt, wo habe ich denn schon wieder einen verkackten Dongle? Und ich habe immer gefragt, was ein Dongle ist. Ja. Bis so. Ich dann irgendwann mal geschaltet habe, was er da gerade in den PC reingesteckt hat. So, zwar habe ich dieses Dokument gelesen, aber da das von Chris ist, darfst du das vorlesen. Okay, warte. Kannst du den Bildschirm klein bisschen größer machen? Kann ich machen. So. Ja, genau. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. ihr könnt euch sehr gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei Weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließen. All die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Wo ist er? Der Beste. Ja. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris, am 29. August. Ja. Das hört sich nicht nach Chris an. Wenn sie das sagt, dann muss das stimmen. So, und das Schöne ist, diese Nachricht, die haben wir tatsächlich nicht im A-Szenario, weil Leon keine Nachricht an sich selbst schreibt. Deswegen darfst du gleich nochmal vorlesen. Ja. Leon. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin verwimmelt es von Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Leon, okay, die war nicht wirklich lang. Nö. Der fasst sich halt kurz, ne? Ja. Gott gab. Ach, scheiße. There's only one important question I have to ask you. Got a smoke? Gott gab. So. Scheiße, jetzt habe ich natürlich mir mein ganzes Inventar zugemüllt. Was nicht so geil ist, denn hier liegen noch ein paar gute Sachen. Und diesen verdammten Dongle, den sollten wir eigentlich schon wieder mitnehmen. Hast du hier nicht eine Truhe in der Nähe? Habe ich schon. Da ist jetzt nur gleich noch ein etwas anderes Problem. Ja, fuck. Müssen wir irgendwas opfern. Ja, komm, ich scheiß mal auf die 3 Patronen. Den will ich schon gerne wieder mitnehmen. Die anderen Sachen können wir sonst noch später hier holen. So, ja.
ist mir jetzt wohl ein kleines Problem, denn ja, jemand hat sich jetzt hier entschieden, ein bisschen früher zu kommen. Oh. Ja, der Kollege ist auch schon übermacht, ne? Wenn du den triffst, dann schon. Scheiße. Na, jetzt können wir unser Spray nutzen. Ich wollte eigentlich unbedingt an ihm vorbei, damit wir uns eine kleine Abkürzung schaffen können. Ja, liebe Leute, wenn ihr das noch nie gespielt habt, ihr habt es ja auch schon im A-Szenario gesehen, ich habe keine einzige Bulette an dem verschwendet und das werde ich auch hier nicht tun, denn das ist absolut unnütz. Hättest du doch nur Polizeipatronen. So, wir könnten jetzt theoretisch mit ihm ja auch so 20 Runden um den Tisch drehen. Ja, Rugging ist not enough. Ja. Statt wie Jack den Tisch kaputt zu hauen, dreht er halt hier jetzt so ein paar Runden mit uns. Da wir ihn ja im A-Szenario auch nicht so viel gesehen haben, dachte ich, machen wir jetzt mal ein bisschen Rambazamba hier, ne? Während ich mir überlege, wie ich jetzt das am besten lösen könnte, weil eigentlich mein Zielort ist in der Etage drüber und in dem Raum kann ich ihn eigentlich, bis dahin werde ich ihn nicht abhängen können und das wäre eigentlich essentiell wichtig, das zu tun. Das sieht aber trotzdem voll aus wie um den Tisch stellen. Ja. Jakobs Rache, ne? Ja. Den haben sie übrigens im Spiel auch schön abgeguckt, falls dann irgendwie in einer späteren Folge bei mir mal reinschaltest, wirst du sehen, wen ich meine. Auf die Sekunde. Ah, scheiße, jetzt muss ich den Kerl echt noch irgendwie loswerden. Nee, das passt mir gerade so echt nicht in den Schinken, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gefährlich, da oben den Sprengstoff zu legen in dem Raum und da muss ich mir eigentlich das scheiß Medaillon herholen. Dann da mit ihm da rund zu drehen und dann den Licker da drin, das ist irgendwie nicht so geil. Jetzt ist die drei Patronen von eben gebraucht, wa? Nee, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich habe eine Idee. Die wird zwar ein bisschen Zeit beanspruchen, aber der hat ja eine kleine Schwäche, der Kerl. Der kommt ja nicht in alle Räume rein. Was kann er nicht speichern, ne? Nee, er kommt auch nicht hier in das Stars-Büro rein. Dann müssen wir halt ein bisschen warten, bis er irgendwann das Interesse verloren hat. Können wir uns aber hier ein neues Spray mitnehmen. So, kommt überhaupt ein Gegner rein? Nee. Nee, ne? Nee. Ja, doch theoretisch könntest du einen Zombie bis hierhin locken. Die können ja durch alle Türen gehen. Jetzt nochmal die Frage, wie lange der da draußen jetzt Schubladler tanzt, bis er abhaut. Mit seinen Charlie Chaplin-Füßen. Und seine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit. Ja. Kriegt er aber von uns nicht. Also Licker können hier auch nicht rein, okay? Wusste ich jetzt auch nicht, Licker können durch überhaupt keine Türen gehen. Ach, die können auch durch überhaupt keine Tür gehen, okay. Nee. So. Hat tatsächlich funktioniert, es sei denn, der läuft uns jetzt gleich direkt vor die Nase. Und wenn man geht, dann kann er einen auch nicht so schnell wieder aufspüren, als wenn man läuft. Am schnellsten findet er einen wieder, wenn man ballert. Das dürfte klar sein. Einzige Ausnahme ist Claires Maschinenpistole, wenn man dafür den Schalldämpfer hat. Oh ja, klar. Macht Sinn, ne? Ja. Gut. Bei Leon, da ist er doch an einer Stelle, finde ich, sehr schwer auszuweichen. Das ist da, wo du bei dem Dach, also wo der Schnauzbartpolizist den Helikopter reingefeuert hat quasi. Wenn du da die Treppe runterrennst und geradeaus in das Zimmer, ne? Da hat er das sehr schwer ihm auszuweichen, finde ich. Klar wird diese Explosion ihn natürlich auch anlocken.
So, das ist das von der Frau. Wo ist denn hier unsere Seite? Abgerissene Seite? Nee. Oh, sag mir jetzt nicht, ich hab den anderen Rest. Nee, den anderen Rest von dem habe ich mitgenommen. Das ist das Widder, die Harfe und der Vogel. So, Widder. Harfe. Vogel. Denk dran, dass du die andere von vorhin noch holen musst, ne, die ich mitnehmen konntest. Ey, die habe ich auch schon eingesetzt. Oh, scheiße, der ist schon wieder hier in dem Raum. Oh, leck mich doch, ey. Naja, haben wir keine Zeit für das Ding im Regal. Müssen wir so abhauen. Ist übrigens einer, der Track... Der läuft, wenn er einen aufspürt im Original-Soundtrack oder im Soundtrack vom Remake, dass sie da so einen scheiß Dubstep reinbauen mussten. Mein Fress, wir sind im Jahr 2019 und diese Musikrichtung ist seit 10 Jahren tot. Ich kannte die vor 10 Jahren nicht mal, du Arsch. Oder vor 12 oder seit 12 Jahren tot oder sie hat nie gelebt. Ich glaube, ich kenne das seit 2013 oder so Kram. Ja, was weiß ich, ey. Aber es ist auf jeden Fall. Es ist so tot wie New Metal. Also ungefähr, also so tot wie Limp Bizkit, sagen wir mal einfach. Oh, echt? ich habe das erste Mal oft auf diese Musik gestoßen, irgendwie, als ich in Peine gewohnt habe vor 6 Jahren. Dummer Sack, genau neben der Scheißtür. War ich erwischt, nee, ne? Doch, ja, ich habe mich mit dem Messer abgewehrt. So, aber ist jetzt egal. Wir setzen die Medaille ein und sind mit diesem Part erstmal durch. Also müsste der Alte das auch gehört haben. Jo, da ist er schon. Aber das Gute ist, der Penner kommt hier nicht runter. Oder zu fett ist für die Tür, oder was? Ja, er sieht uns nicht mal. Ach, jetzt hat er uns gesehen. So, können wir noch ein bisschen Spaß mit ihm haben? Ich wollte gerade sagen, jetzt ärgerst du, ne? Ja. Das macht immer Spaß, mit geskripteten Events in Videospielen zu spielen. Ja, und dann haut er ab. Hat er die Schnauze voll. Ja. Mehr wollte er sich nicht gefallen lassen. Nee. Das ist einfach zu anstrengend, durch sowas durchzugehen. Aber ja, wer soll einem Sport schon übel nehmen, ne? Ja. Ist übrigens alles Kram, was ich hier wusste, weil ich da, keine Ahnung, zu faul bin oder zu hackt, obwohl, wenn ich es mehrmals durchspiele, dann ja, aber. Ja, also wenn du das halt schnell durchspielen willst, dann musst du halt irgendwann mal so ein bisschen schauen, wie weit der gehen kann. Also ich hatte, als ich das erste Mal gespielt hatte, hatte ich echt Schiss vor dem, dass der überall auftauchen kann. Das macht er ja praktisch auch. Je nachdem, wie du dich halt verhältst. Also wenn du irgendwo im Raum ballerst, dann ist der meist innerhalb von 10, 15 Sekunden bei dir. Damit kannst du ihn theoretisch natürlich auch irgendwo hinlocken, wo du ihn hinhaben willst, ne? Also kannst du auch zum Vorteil ausnutzen. Aber das habe ich so am Anfang auch nicht gewusst. Ich habe das immer so ein bisschen mal getestet. Ne? Und dann immer, ich habe eigentlich immer so gespielt, ne, dass ich alle Räume, in denen Feinde sind, wo ich oft durchgehen muss, von Feinden beseitige, damit ich die nicht im Hals habe, wenn der Typ da potenziell irgendwann mal um die Ecke kommt. Ne? Ja. Ja, musst du schon ein bisschen trainieren, sowas, solche Szenarien dann, ne? Ja, mal legst du dir an jeder Ecke mal so einen Speicherstand an und dann guckst du mal, wie es so läuft. Also ja, genau. Bei dem kannst du halt nicht viel planen, weil der ist ja nicht wie im Original, dass der nur an festen Punkten immer auftaucht. Ja. Der ist ja schon mehr wie der Nemesis auch nicht. Also der Nemesis ist zwar wesentlich zufallsbasierter, aber an bestimmten Punkten taucht er halt auch immer auf. An manchen halt vielleicht mal oder auch nicht. Ja, zufallmäßig. Ja.